Willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3. Ja, wir sind immer noch auf dem Geth-Raumschiff und sterben so munter vor uns hin, beziehungsweise versuchen... Patrouillenflotte, Flankenunterstützung für die schwere Flotte. Räumen Sie ihr das Schussfeld frei. Versuchen hier jetzt eigentlich zu entkommen, weil die Quarianer mittlerweile versuchen, mit ihrer schweren Flotte auf uns einzuprügeln. Tja, und das ist das Ergebnis davon. Shepard Commander, die Schöpferflotte beschießt dieses Schiff. Ohne Barrieren wird das Schiff zerstört. Wir müssen evakuieren. Wir müssen zu den Rettungskapseln. Es übermitteln Intelligenzen mit Signalen. Es gibt hier keine Rettungskapseln. Vorschläge? Im Backbord-Hangar liegen Geth-Jäger. Damit können wir in Sicherheit fliegen. Gut. Aber da wenn wir garantiert, wenn wir die haben, wenn wir erstmal versucht, wird versucht uns abzuschießen. Oh. Hey! Kalamba. Gut, dass da die Tür ist. Feuer einstellen! Ich wiederhole! Feuer einstellen! Sie antworten nicht! Verdammt! Shepard Commander, wir haben die Kontrolle über die Andockprotokolle. Wir sind gleich da! Nein, da komme ich nicht rüber. Da komme ich rüber. So. Ah! Das wäre auch zu einfach gewesen, wenn man einfach nur den Weg hätte gerade auslaufen müssen. Also. Wir können nur von der oberen Ebene aus starten. Die Tür! Heilung, Leute! Ah, alles macht Boom! Und jetzt ist natürlich auch schwerelos. Tja, das war's dann wohl mit dem Raumschiff. Zurück auf der Normandy oder zumindest auf dem Ladespielschirm der Normandy. Ja, Joker, du könntest ruhig eine Nummer schneller laden oder fliegen. Hallo. Ich warte. Ah, es geht weiter. Wir haben auf das Schiff gefeuert, während Sie an Bord waren? Sie hätten Ihre Flotte in aller Sicherheit abziehen sollen. Und stattdessen? Ich weiß, Admiral Garrel macht schon seit Jahren Ärger entlang der turianischen Grenze. Aber ich verstehe Ihre Verzweiflung. Wir haben die Erde erst vor ein paar Wochen verloren. Noch haben wir die Erde nicht verloren. Wir brauchen Hilfe, Shepard. Wir brauchen eine Flotte. Und die Quarianer haben die größte, die es da draußen gibt. Ich verstehe schon, Admiral. Ihr unilateraler Angriff hat uns alle gefährdet. Ich sollte Sie des Verrats anklagen. Ich handelte als Admiral der schweren Flotte. Und was ist mit Shepard? Und Tali Zora? Sie sind unverletzt entkommen. Shepard, die Missionsparameter haben sich geändert. Sie gehören zum Militär. Sie verstehen das. Sie sind außer Kontrolle. Ich verstehe lediglich, dass Sie Ihre Chance auf sicheren Rückzug vertan haben. Das Schlachtschiff war ein perfektes... Das muss jetzt einfach sein. Sie haben Ihre Mission und Ihr Volk gefährdet. Runter von meinem Schiff. Shepard, ich verstehe Ihren Zorn. Wenn Ihre Flotte nicht wäre... Wegen ihm wären wir fast draufgegangen, Rahn.
Wissen Sie, die Geth haben uns schwere Verluste zugefügt, bevor sie das Reaper-Signal deaktiviert haben. Sie sagten, die haben eine planetare Verteidigungskanone? Aten. Admiral Corus hat sein eigenes Schiff geopfert, um sie zu zerstören. Er ist auf der Heimatwelt abgestürzt. Die Normandie kann bei den Rettungsmaßnahmen helfen. Danke, Commander. Ich denke, das Schlimmste ist vorbei. Die Geth verfügen nicht länger über die Programm-Upgrades, die sie unter der Kontrolle der Reaper hatten. Shepard, Commander, wir wollen unsere Unterstützung anbieten. Was zum Teufel ist das denn? Halt, halt! Beruhigen Sie sich. Sein Name ist Legion. Er hat mir geholfen, die Kollektoren zu vernichten. Die Reaper haben Legion als Signalverstärker benutzt, um Befehle von dem Schlachtschiff auszusenden. Wir haben ihn befreit. Wir haben es befreit. Ein faszinierender Prototyp. Mit etwas Arbeit könnte ich damit einen Schwachpunkt des Geth-Konsenses finden. Nein. Legion hat mir beim Kampf gegen die Kollektoren geholfen. So wie ihre Pistole soll ich mir um deren Gefühle aussehen. Ich glaube nicht, dass sie diesen Gedankengang fortsetzen möchten. Legion ist mein Freund und noch wichtiger, unsere beste Informationsquelle über die Geth. Der wissenschaftliche Nutzen ist vom Tisch. Was wissen Sie über die Geth? Wie werden Sie ohne die Kontrolle der Reaper reagieren? Sie haben die Langstreckenkontrolle unterbrochen, aber die alten Maschinen haben für kürzere Distanzen eine Basis auf Runoch errichtet. Die Geth haben immer noch die Reaper-Upgrades? Korrekt. Sie sind im Moment nicht organisiert, aber sobald das Kurzstreckensignal sendet, ändert sich das. Keela, ich muss die Flotte warnen. Zen, Sie koordinieren sich mit Garrel. Bewegung! Wir müssen die Reaper-Basis ausschalten. Wo ist sie? Unbekannt. Suchen. Verstanden. Wir kennen die Position eines Servers, von dem aus Jägerstaffeln der Geth kontrolliert werden. Die Staffeln visieren die Lebensschiffe der Schöpfer. Wenn wir sie ausschalten, minimiert das die Verluste. Wir wollen dabei helfen. Danke. So, 7 Abtrünnigkeitspunkte und... Was haben wir denn hier für ein neues Terminal? Notsignal untersuchen. Edi, kriegen Sie das deutlicher? Ich versuch's. Hier, die Colette. Barrieren sind weg. Unser Kommunikationssystem ist gestört. Hört uns jemand? Wir werden von Geth-Jägern angegriffen. Falls uns jemand hört, wir brauchen Hilfe. Umfrist beschädigt. Lebenserhaltung fällt aus. Tja, ich glaube, da brauchen wir nicht mehr viel helfen, oder? Admiral Wren? Die Geth haben sich schneller erholt, als wir gehofft hatten. Wenn er uns nicht gewarnt hätte, hätten sie uns auslöschen können. Tja, Legion ist halt auf unserer Seite. Sie müssen sich bei Legion wohl entschuldigen. Wie weit entwickelt Ihr Freund auch sein mag, er ist immer noch ein Geth. Dieser Geth hat gerade Ihre Flotte gerettet. Und ich wünschte, ich hätte es besser gewusst. Aber im Moment können wir uns einfach kein Vertrauen leisten. Was brauchen Sie? Erstmal ein bisschen untersuchen. Was können Sie mir über Patrouillenflotten sagen? Erzählen Sie mehr über Ihre Patrouillenflotte. In Friedenszeiten war die Patrouillenflotte für Navigation, innere Sicherheit und die Schlichtung von Konflikten zwischen Schiffen zuständig. Jetzt decken wir mit unseren leichten Fregatten und Jägern hauptsächlich die Flanken der schweren Flotte. Und was ist mit der zivilen Flotte? Erzählen Sie mir von der Zivilflotte. Das sind unsere zivilen Schiffe, unter dem Kommando von Admiral Corus, falls er seine Notlandung auf Runoch überlebt hat. In Friedenszeiten haben sie den Hauptteil unserer Flotte ausgemacht. Heute würde unsere militärische Stärke sogar die Turianer ins Grübeln bringen. Aha, wer hat denn die größere Flotte? Tali sagte, sie hätten die größte Flotte der Galaxie. Die Turianer haben mehr Schlachtschiffe. Ihre militärische Gesamtmacht übersteigt die unserer schweren Flotte bei weitem. Aber bevor wir in diesen Krieg zogen, rüsteten wir jedes Schiff der Quarianischen Flottille für den Kampf auf. Sogar unsere Lebensschiffe haben jetzt Kanonen. Irgendwie ist das verrückt. Sie haben sie zu Schlachtschiffen umgebaut. Das ist eine Verletzung des Abkommens von Pharexen. Die Lebensschiffe haben zwar eine Feuerkraft wie ein Schlachtschiff, aber ihr primärer Zweck ist nach wie vor die Nahrungsproduktion. Glauben Sie, den Rat interessieren solche Details? Falls nötig, werde ich mich nach Ende dieses Krieges dafür entschuldigen. Und bis dahin bringen Sie Ihre Zivilisten in Gefahr. Nicht leichtfertig, Commander. Wir halten Sie vor der Front fern, aber wir werden alles tun, um zu siegen. Okay, aber was hat es eigentlich mit der schweren Flotte auf sich?
Was können Sie mir über Admiral Garrels schwere Flotte sagen? Sie war vor dem Krieg unsere militärische Hauptstreitmacht und bestand aus allen quarianischen Schiffen, die für längere Kämpfe ausgerüstet waren. Mit den turianischen Streitkräften ist sie natürlich nicht vergleichbar. Aber wir haben immerhin einige schwere Fregatten und moderne Jägerstaffeln. Und jetzt haben wir schon gefragt, wer die größere hat. Was ist denn mit Admiral Zahn? Welche Flotte kommandiert Admiral Zahn? Spezialprojekte. Das ist eigentlich gar keine Flotte, nur einige Forschungsschiffe. Ah. Ihre technischen Errungenschaften haben uns der Heimatwelt schon viele Schritte näher gebracht. Habt ihr gesehen, wie schön sie die Anführungszeichen mit nur drei Fingern machen konnte? Sie sind wankelmütig. Befürchten Sie nicht, dass sie das Ziel aus den Augen verliert angesichts ihres Interesses an den Geth? Wenn sie unser Volk retten kann, soll sie tun, was sie will. Gut, auf Wiedersehen. Sie können zurück an die Arbeit. Danke, Commander. So, dann gucken wir mal weiter. Wo geht's denn hier raus? Da. Nee, das war die falsche Tür. Ich glaube nicht, dass wir jetzt gerade mal ein bisschen nach dem Kriegsterminal gucken müssen. Da hat sich wahrscheinlich in letzter Zeit nichts großartig geändert. Da haben wir doch Tali, mit der können wir noch mal kurz reden. Ich habe nichts Neues über diese Reaper-Basis gehört. Hoffentlich geben sie uns bald ein Ziel. Talis Geschichte. Was haben die denn so erlebt bisher? Wie sind sie wieder zu ihrer Flotte gekommen, Tali? Zu Beginn des Kriegs bat der Admiralitätsrat um meine Hilfe. Ich hatte zuletzt mehr Kontakt mit den Geth als die meisten anderen meines Volkes. Sie hatten den Sitz meines Vaters im Rat noch nicht besetzt und boten ihn mir an. Das ist aber nur Formsache. Um ein richtiger Admiral zu sein, bin ich viel zu jung. Nicht so bescheiden, Tali. Der Rat brauchte ihre Kompetenz und sie brauchten die Autorität, die mit dem Rang verbunden ist. Wie verläuft denn so der Krieg bei euch? Wie hat der Krieg gegen die Geth eigentlich angefangen? Admiral Zahn hat eine Gegenmaßnahme gegen die aktiven Scans der Geth entwickelt. Sie ähnelt einer Blendgranate und hat die Geth-Schiffe im Kampf sehr effektiv außer Gefecht gesetzt. Meine Flotte musste die Gelegenheit nutzen und griff an. Okay, eigentlich habe ich gefragt, wie der Krieg verläuft und du sagst mir, wie er angefangen hat. Ja, okay. Aber diese Blendgranate klingt auf alle Fälle nützlich. Könnten wir damit auch die Reaper bekämpfen? Es funktioniert nur gegen die Geth. Leider. Ihre KI ermöglicht den Einsatz extrem detaillierter Laser-Pings. Zahns Gegenmaßnahme überschüttet sie mit Datenmüll. Und jetzt ist sie nutzlos, weil die Reaper ihre Rechenleistung erhöht haben. Wie ist es denn so, zurück bei den Quarianern zu sein? Wie ist es, wieder in der Flotte zu sein? Im Moment ist es sehr anstrengend. Ich bin Admiral und stehe mitten im Krieg. Ich will nur, dass wir das hier lebend überstehen. Alles andere kann warten. Kommen Sie doch mit mir. Wenn das hier vorbei ist, könnte ich Ihre Hilfe gebrauchen. Nein, Shepard. Wenn wir das hier überleben, haben wir eine Heimatwelt. Mein Volk braucht mich. Sie könnten Ihrer Heimatwelt helfen, indem Sie die Reaper bekämpfen. Ich weiß nicht. Wie gesagt, so weit denke ich noch nicht voraus. Solange du überhaupt denkst, dann sage ich mal Tschüss. Wir reden später, Tali. Für ein privates Gespräch können Sie mich in Ihre Kabine rufen. Es ist auf alle Fälle möglich, Tali auch als neues Crewmitglied zu bekommen. Ich weiß nur nicht genau, an welchen Faktoren das hängt. Weil ich habe es mal geschafft. Wir haben Berichte über Probleme bei einem turianischen Treibstoff, dem Ruhr auf Sion. Ich habe die Galaxiekarte bereits aktualisiert. Okay. Ich habe es geschafft, sie in einem. Ja. Kapitänskabine. Sie in meinem Durchlauf zu bekommen. Allerdings habe ich auch von anderen Freunden gehört, die das auch durchgespielt haben, die es nicht geschafft haben. Oder sie gar nicht erst bekommen haben. Deshalb, ich weiß nicht genau, woran es hängt. Es muss aber, also es ist nicht hundertprozentig sicher, dass man sie bekommt. Sie ist eher so ein zufälliger Charakter. Laden wir mal Tali ein, mal gucken, was sie so sagt. Tali, wenn Sie raufkommen möchten. Ich bin gleich da. Danke für die Einladung. Ich konnte vor Rahn nicht freisprechen. Alles okay? Nein. Nein, überhaupt nicht. Verantwortung für 17 Millionen. Und ich weiß nicht, ob ich sie retten kann.
Es ist nicht Ihre Verantwortung. Sie tun Ihr Möglichstes. Falls die Flotte scheitert, dann nicht Ihretwegen. Ich habe meinem Vater geholfen. Und Sens Pläne? Die neue Tech für die ach so wunderbare Invasion basiert auf der Arbeit meines Vaters. Wenn sie wegen mir sterben. Und ich... Wir holen sie sicher da raus, Tali. Ohne sie könnte ich das nicht, Shepard. Ich blöffe doch nur und versuche, dass alle glauben, dass die Admiralstochter weiß, was sie tut. Nicht die Admiralstochter, der Admiral. Ich weiß. Jetzt kann ich wenigstens die schlimmsten Ideen kontern. Darum habe ich den Posten angenommen. Und wegen ihm. Mir? Als ich das Angebot bekam, habe ich mich gefragt, was Sie tun würden. Sie würden die Chance nutzen, etwas zu verbessern. Das klingt wahrscheinlich dumm, aber ich kann so etwas nicht besonders gut. Alles in Ordnung, Tali. Und danke. Ich muss zurück, bevor die Admirals wieder Probleme kriegen. Wir reden später weiter. Gut, da fällt mir ein, habt ihr eigentlich gesehen, wie schön mein Aquarium aussieht? Kann ich mal das, da kann ich was benutzen? Dann kann ich nur Futter reinwerfen. So, ja, bevor wir jetzt hier Schluss machen, weil wir auch schon wieder über die Zeit drüber sind, würde ich sagen, wir gehen nochmal ganz kurz zum Kampfinformationszentrum und schauen, was denn die nächste Mission wäre, die wir dann in dem nächsten Video angehen würden. Mit Schnellfeuerwaffen und... Ah, okay. Da geht's weiter. Erstmal noch ganz kurz hier die Mails gucken. Wichtig, wichtig. Von Miranda Lawson. Shepard, ich muss Ihnen etwas Wichtiges sagen, und zwar vor Angesicht zu Angesicht. Können Sie mich im Unterhaus treffen? Ich schicke Ihnen einen Navi-Punkt. Keine Videos diesmal, versprochen. Okay, das heißt, da werden wir auf alle Fälle hingehen, sobald wir das nächste Mal auf der Citadel sind. Galaxiekarte. Trümmerfeld verlassen. So, okay, wir haben hier den Admiral Retten, den Admiral Retten und den Geth-Server abschalten. Ich würde sagen, wir retten erstmal den Admiral, weil er natürlich die zivile Flotte dann auch in Sicherheit bringen kann. Und dann schalten wir den Geth-Server ab. Bis dahin, beziehungsweise das ist so unser Plan für fürs nächste Video. Macht's gut und bis bald.